Ja, damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit Nikabin. Der jetzt die Nacht gut genutzt hat, hier ein bisschen freigekloppt hat, ich gebe zu, für meine Verhältnisse ein bisschen klein, aber wie gesagt, das ist er ja bloß oben. Hört sich auch schwierig an. Wir müssen ja hier runter noch, da unten ist dann unsere Mine, die wir bis da drüben hinziehen müssen, weil da drüben ist nämlich Kohle und die brauche ich. Das ist aber nicht das, was wir heute machen. Wir werden heute ganz normal, also wir werden heute nach Gen. Und dann werden wir mal kicken wegen der Quest. Hey, Material ist ja alle. Ja, krass. Weil das spielt ja kein Weizer, wo wir uns die Questen holen. Ob wir nun bei Gen oder nach Olle Ding ziehen, spielt kein Weizer. Hauptsache erstmal Stufe 2. Und ich muss unbedingt hier Stahlwerkzeugteile besorgen. Weil sonst kann ich mir nämlich keine neue Picke bauen. Ja, so eine blaue. Naja, will ich eben halt, na, ich repariere die mal kurz. Habe ich jetzt überhaupt keinen Sand mehr? Also Kies? Doch, hier ein bisschen. Hey, bringt uns richtig weit. Habe ich jetzt denn wirklich alles verarbeitet? Scheint so, wa? Ich habe. Okay, ich habe auch keinen Zement mehr. Weil das ist der Rest. Ich habe alles verarbeitet. Wow, krass. Na gut. Dann würde ich mal sagen, ich stelle von meinen Steinen Vorhaben? Nee, das ist falsch. Haben. ja, 2500 muss erstmal reichen. Den Rest der Steine muss ich mir erstmal aufheben. Ich bin noch nicht steinreich, also. Den habe ich noch nie gemacht, aber dann kannst du das erstmal produzieren und ich schmeiß das hier erstmal alle drin. So. Brauche ich denn alles? Ich habe jetzt die Munition, Pistole, bla bla bla, Shotgun. Brauche ich jetzt erstmal nicht? Oder nehme ich die mit? Oder oh, spielt ihr das Klavier? Weil ehrlich gesagt, die Pistolenmunition brauche ich ja eigentlich irgendwann mal für die Geschütztürme, die ich irgendwann mal in 20, 30 Jahren haben werde. Ich hoffe, dass es vor Alpha 20 ist. Aber hey, wir lassen uns ja nicht drängen, ne? Jetzt. Gut, ich sehe hier so, also ich habe doch letztes Mal bei der Horde ziemlich gut drin gekloppt, was Munition angehen tut, logischerweise. Dann schmeiße ich das mal darin. Pullerwasser. Ich glaube, ich brauche ja kein Pullerwasser mehr mit ihm. Das spielt ja kein Weizer mehr. Oh, das lasse ich alles hier. Nee, die Schippe nehme ich mit. Falls ich Baumaterial unterwegs ist und ich denke daran, dann kann ich das auch mitnehmen. So, wie sieht's nach. Oh, ist mir langsam mal halt nahrungstechnischerweise mal Rindpfeifen, wa? Brennt denn nie überhaupt? Ah, oh. Ich bräuchte eigentlich Eisen für oben. Naja, der bringt uns richtig weit, wa? Wow. Gut, egal. Bringt uns halt erstmal nichts. Das Messer nehme ich mit. Ja. Die packe ich erstmal hier hin. Ich sollte eigentlich anfangen. Ein wenig mehr. Ach, klasse. Ach, sortieren. Warum denn? Ja, ich werde das später noch ein bisschen. So, ist sortiert. Dafür ist der Knopf da. Hey. So, na gut. Dann werden wir mal langsam nach Gen. Die Blöcke können auch hier bleiben. Obwohl. Ach, wenn ich sie baue, kann ich mir sie bauen. Gehen wir davon aus, dass ich die zwei Blöcke irgendwann mal finden werde. Schmeiß ich sie darin und dann ist das gut. So, ich habe jetzt natürlich die Schutzmunition wieder eingepackt. Ich hält. Oh, jetzt. Wer weiß, vielleicht finde ich ja
Lena Jen. Ich sollte ein paar Sachen mitnehmen, die ich jetzt hier unbedingt nicht brauche. Wo ist denn jetzt die Kohle hin? Da ist die Kohle. Aber ich hatte doch auch noch Papiergeld. Da ist er doch. Wo ist er doch? Silber hatte ich nicht mehr. Gold hatte ich auch nicht mehr. Ach nee, das ist ja für die Abgesägte. Also, nicht für die. Die ist ja schon abgesägt. Aber wenn du eine komplette hast, dann kannst du es absägen. Steht auch nicht, dass du die Mod reinschmeißen musst, dass bei der anderen das abgesägt wird. Ein bisschen komisch. Passt irgendwie nicht. Aber hey, wer bin ich, dass ich das beanstande? So, ist hier irgendwas los? Nicht wirklich. Ist bloß ein Steinkampf. Keine Angst. Meistens beißen die nicht. So, da sind wir wieder. Also, ich bin jetzt schon vorgelaufen und ich habe jetzt die Zeit abgewartet, weil es hätte zu lange gedauert. So, aber es sind immer noch 5 Sekunden. Und wie gesagt, die können sich ziehen wie ein Kaugummi. Dann holen wir uns jetzt mal hier eine Quest. Ich hoffe, dass es nicht so weit ist. Und ich muss mir Essen kaufen. Ich bin im Villa losgelaufen wie ein Friseur. Ich habe nämlich nur Steine gesteckt. Und ausgerechnet jetzt kriegt unser Dude Hunger. Naja, gut. Was willst du machen, ne? Und ich bin gespannt, ob wir Villa ins Verbrannte müssen. Ey, ich hab 2 Sekunden nicht aufgepasst. Und hab an das nie gedacht. Und ich hab mich jetzt schon wieder leicht erschrocken. Alter Falter. Das kannst du keinen erzählen. Na jo. Na jo. Na gut. Lass mal das, wa? Na Jen, hast eine ganz schön tiefe Stimme. Muss ich dir ja mal sagen. Ey, 200 Meter. Er hat 2x 200 Meter. 3x! Ja, okay, die zähle ich aber nie mit. Sag mal, ja, quack nicht so viel. Ich bräuchte eigentlich mal kurz was hier zum Schnabulieren. Hast du sowas da? Ja, Kleber. War wenig bescheuert? Also ja, aber. Psst. Ich kann doch draußen Essen kaufen. Thanks for letting me take care of you. Ja, ja, ist doch gut. Tell your friends. Wo hast denn den Automaten so stehen? Da ist er doch. Was hast denn hier? Nimm ich. Hätte ich mal vorher nehmen sollen, ne? Na, okay, ich hatte ja nichts zum Verkaufen. Schleischhahn. Fallschaden? Ich würde doch nirgendwo runterfallen. Sowas würde ich doch nie tun. So. Warte mal, wie lange hält die Schose? 5 Minuten. Das ist nicht lange. Das ist aber auch das Einzige, was sie da hatten. Und ehrlich gesagt, ich habe sowas noch nie genutzt. Gepantete überflüssig. So, warte mal kurz. Siehst du, das habe ich schon wieder vergessen. Ich wollte mir einen besseren Baseballschläger bauen. Oder generell mal einen Baseballschläger. Hey, Schnauze. Na? Ich habe einen Punkt bekommen. So. Ich habe gesagt, Mining. Das jetzt mal auswählen ist nicht. Kann ich nicht machen. Oh, hier. 2 Punkte. Na gut, dann sparen wir den eben halt, ne? Was nee, ist eben halt nicht, ne? Kannst du ja nicht machen. Ich bin ja keine Hexer. Verbrennt ihn! Er ist ein Hexer. Ich hab gesagt, ich bin keine Hexer. So. Nee. Ist das erste Mal, dass es hier direkt um Decke ist. Könnte ich ja so ja 2 schaffen. Es wird was Schönes für uns. Moment mal, das ist unterirdisch, oder? Glaubt, das war unterirdisch.
Hallo. Ich sollte die Tür schließen. Ich kann wenigstens keinen Zombie flüchten. Ich zwar auch nicht, aber habe ich auch nicht vor. Ach. Moment mal, Sneaky Peaky. Und sobald ich den ersten sehe, schluck ich The Bubblegum. Verdammt. Das war mit Sneaky Peaky. Da ist einer. Gut. Schmackhof hat's. Zieh dir da drin. Na gut. Voll Tarnung, wa? Hat richtig funktioniert. Na gut, was habe ich erwartet? Ich klapper ja auch, wollte gerade sagen, wie Tannenbaum, aber naja. Es ist falsch. Hey, Munition! Cool. Das haut doch schon mal hin. Hier sind wir doch richtig. Was haben wir denn hier? Gucken wir doch mal rein. Kohle. Na gut. So. Wir haben ja Zeit. Ich wünschte, ich hätte jetzt eine bessere Schaufel mitgenommen. Aber wir haben ja keine andere. Also konnte ich auch keine andere mitnehmen. Gut zusammengezählt, Sherlock. Ich wollte gerade vorwärts laufen und habe aus Versehen Q gedrückt. Naja, gut. Er hat schon wieder keine Ausdauer. Dann hätte ich mir auch die Bubblegum sparen können, wa? Ich sollte das erst später looten. Den Rest, wa? Wenn das alles hier tot ist. So, toter als tot. Jedenfalls hier eben da um die Ecke. Ach, das ist doch kacke. Sneaky Peaky am Arsch. Nischt hier mit Sneaky Peaky. Jetzt wird hier geballert. Jetzt ist hier Achterbahn. Oh Jens, komm mal rüber. Oder bleib da liegen. Das ist ganz deine Entscheidung. Mach, was du willst. Hey, das ist ein Tresor. Ich hab die Dietriche zu Hause gelassen. Ich sag doch, vorbereitet bist du mit nie mehr. Aber ich habe diesmal eine Stahlpicke, die Ausdauer kostet, was ich natürlich nie habe. Aber hey. Erstmal die schönen Stühle klauen. Oh, Alter. Ploing, ploing. Ich trink mal was. Moment mal, sag mal. Ach shit, ich wollte gerade sagen, habe ich nicht Kaffee mit? Nee, den habe ich wieder ausgepackt. Ich hält. Naja. Also jetzt eine richtige Schrutze wäre schon mal peinet. Also nicht die abgesägte. Eine richtige Schrutze. Wo mehr Schuss drin passen, wisst ihr? Dann mache ich daraus eine Vollautomatik und dann dritt. Das ist nicht das, was ich haben will. Mir sagt, ich brauche Stahlkomponenten. Und zwar für Stahlwerkzeug. Achso, Balkon. Gedung. Ach nee, das ist der Ausgang. Es ist ein Ausgang. Ein Ausgang. So, hier hinten ist ja nichts mehr gewesen. Außer Spesen. Jetzt musst du ja nochmal runter. Es sollte hier sein. Hops. Ich war eben halt bloß nicht. So, jetzt können wir nochmal hoch. So.
Jetzt wird Villa rumgeballert. Du dai. Jetzt muss ich hier rumlaufen. Was ist denn das da? Ich komme jetzt hier hoch. Also ich versuche es. Komm mal rüber. Kommst du rüber? Ich glaube, das ist ein Piepmatz, ne? Nee, das ist ein Brenni. La Flammo, hochgenannt. Der war immer noch nicht an das. Nase juckt. So, hier könnte da Stahlkomponenten drin sein. Ist es aber nicht. Oho. Ja, toll. Super. Was haben wir hier? Eine Tasche. Na toll. Gut. Gehen wir weiter. Gut, nachgeladen habe ich. Was? Mit denen los. Ein Gumdummi. So, über uns ist auch noch was und. Ich kann sagen, ist das ein Beatmatz? Nee, ist bloß ein bisschen Kohle, aber trotzdem, gut, dass du vorsichtig bist. Und da oben sitzt noch einer drinne. Aber ich gucke erstmal, was hier hinten los ist und warum krautschig. Ich weiß es nicht. Oh, Alter, ich habe gerade so überlegt, ob das so gut ist, da rüber zu laufen, weil manchmal ist ja so ein Dinger, dass die einbrechen. Komm, ich bin bewaffnet. Einer, was will ich machen, weg. Wobei, wie ihm. Siehst du, ich brauch das ja nicht. Die Bubblegums. Er ist runtergefallen, wa? Nun gut. Erstmal looten. Sag doch Prioritäten. So. Ja, Dude, ich komme gleich. Also, runter, meinte ich. Ich muss erstmal hier. Oh, yes! Und das hat sich doch schon mal gelohnt. Sag mal, ist der gerade noch ein Stück runtergeflogen? Kann nicht sein. Das sah eben so komisch aus. Oh. Hallo. Gut, der Weg ist hier komplett frei. Er schafft es nicht hierher. Also nicht ganz. Hä? Es wurde gerade angezeigt. Ich habe alle gekillt. Komisch. Da haben sie wohl den vergessen. Na gut. Nee, wir gehen noch nicht los. Ich muss hier ein bisschen. Ich muss das. Das ist alles Material, was ich alles brauche. Das kann ich hier nicht stehen lassen. Also erstmal. Denn. Okay, schon mal verschwendet. So, die Steine werde ich hoch mitnehmen. Weil das sind ja eh zwei Stück. Es geht ja schnell. Also voraussetzt, man hat Ausdauer. Hey. Ich habe gerne gesehen. Wie gesagt, dann sparen wir uns ein bisschen Material. Es geht ja schnell. Interessiert nicht, ob das drunter fällt. Ist nie so schlimm. Na, Dude. Warte mal, ich gebe ihm noch ein bisschen Mineralwasser. Knarz. So, und den müssten wir eigentlich halt haben, ne?
Und das kann ich dann gleichzeitig wieder zu Hause investieren. Ist das nicht krass? Da machst du eine Quest und hast dann gleich zack, booms, Zeug. So. Nehmen wir mal schnell raus und dann holen wir uns mal gleich die nächste Quest. Ich hoffe, dass es sich lohnt. Ich weiß ja nicht, wie viele Zweier-Quests wir schon gemacht haben. Aber Zähne waren das noch nicht, ne? Ich gerade überlege, ob wir schon die nächsten Händler bekommen. Das wäre nicht schlecht. Wie gesagt, Stück für Stück alles aufwerten. Alle Quests machen und dann eben halt die ganzen Händler absnicken. Das wäre gut. Bin gespannt, was wir jetzt kriegen. Das wird nicht der Rede wert sein. Well, that didn't take long. Sag ich doch, nicht der Rede. Na gut. Warte mal, erstmal eine neue Quest. Moment mal. Nee, ich hab doch richtig, ich wollte gerade sagen. I've got a bit of a problem. Thanks, hon. I knew you wouldn't let me down. Den nimm mal ditte. Hallo. Wow. Mit A's will er nicht. Also nicht sie, sondern die Taste. Warte mal, kann ich das hier so clean machen? Nee, da muss sie komplett raus. Sonst, das hätte ich halt gerne behalten. Steine. Ja, okay, Steine brauche ich dann doch nicht mitnehmen. Aber die Kohle brauche ich dann auch nicht. Kann ich gleich wieder verkaufen. Thanks for the business. Und weiter geht's. We're open from dawn to dusk, since, you know, we don't have class. Ja, ja. Und das Schöne ist, wie gesagt, das Hochwiller um die Ecke. Er hat zwei Quests. Hintereinander. Besser kann doch ja nicht laufen. Also von Entfernung her. Und die nächste Quest ist ja auch um die Ecke. Och, ist das schön. Munition läuft auch noch. Haben wir noch 1-2 Schuss. Wird aber trotzdem mal so. Ja, aber wie gesagt, die ist mir für ein bisschen zu langsam. Aber bloß ein bisschen. So, da ist der nächste. Was, wo? Wie gesagt, also ich habe immer die Vermutung so, irgendwann klicke ich dann und dann steht auf jemand ein Hund da. Du Hund, du. Ich muss da hoch. Och, Alter, schon wieder Baumaterial. Später. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Obwohl, das Looten ist ja für mich auch Vergnügen. Hallo? Ich rechne damit, dass er in da drin sitzt. Aha. Schießt die Knie weg. Und dann in den Kopf. Für die Frechheit. Denn er hat mich schon wieder angefasst. Hä? Hallo? Hier. Du kannst hier auch runter. Nee. Jetzt spricht nicht für ihn. Setz dich erstmal hin, Junge. Ruh dich mal kurz aus. Munition. Ich hab dich gesehen. Aber ich sag mal auch so, du warst auch ja nicht zu übersehen. Sag mal, eine Ratsche mit bei? Nee. Eigentlich sollte ich die Heizung mitnehmen, ne? Hallo. Jemand zu Hause?
Jetzt können wir. Oder ich sollte erstmal hier oben gucken, ne? Wow. Na gut, sagen wir mal so, es hat schon mal besser funktioniert. Was haben wir denn hier? Ich rauche Loot. Ja, okay, Gläser. Ist jetzt nicht das, was ich mir erhofft habe. Aber hey. Das war ein doppelter Kopfbürger. Mhm. Ah, da. Das war knapp. Reaktionszeiten des Teufels. Nein! Warum? Ich wollte eigentlich bitte. Da war ich wieder ein bisschen zu schnell. So, jetzt falle ich da rein und dann falle ich durch. Nee, doch nicht. Alles gut. Was soll denn bitte? Alter, der hat da 3 Chancen gehabt und hat sie nie genutzt. Was ist denn das für ein Larifari? Alter, meine Nase! Hey, ich kann Messerfallen bauen. Blade Traps. Mhm. Hier irgendwas Interessantes? Nö, nicht wirklich. So, eigentlich, das bräuchte ich gar nicht mehr mitnehmen. Ich habe so viele Flaschen. Das spielt schon ja kein Walzer mehr. Ich wollte gerade sagen. Sehr, sehr auffällig. Bei mir ist alles auffällig, aber hey, pft. Ach so, von hier ist es weggekommen. Gut. Okay. Hallo. Die drunter. Es geht hinunter. Und dit munter. Hier ist ja gar nicht drinne. Mhm. Ich habe so das Gefühl, ein Runtersprung ohne Wiederkehr. Ein Sprung ohne Wiederkehr, so. Nee, das ist ja kein Sprung. Oh, jetzt könnte ich mir auch denken, wo der Hund ist. Wie geht das wieder hoch? Was ist denn ditte? Oh, warum hat mir jetzt gerade erschrocken? Das war ja keinen Sinn. Ich renne erstmal hier durch. Fehlt eh ein Zombie. Ja, hier kommst du hoch. Boah! Ich glaube, ich habe den Zombie gefunden. So ein Dummbatz. Wo komme ich denn hier hin? Achso, der ist draußen. Der ist draußen, natürlich. Wo sollten sonst sein? Hä? Wir sind hier durch. Wir ziehen ja ratzfatz. Warte mal, erstmal hier und. Was habe ich denn hier so? Ja, okay. Ja, erstmal einsaugen. Wie ein Staubsauger. Ja. Hier. Ja. Ja, dann mache ich das weg. Nehme das so mit. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Und hier immer wieder raus. Oder auch nicht. Da vielleicht. Oder auch nicht. Ja, egal. Irgendwo müssen wir ja raus. Gut, ich könnte da hinten wieder runterspringen. Ja, da runterspringen und dann. Aber warum sollte ich das tun? Hui. Hab dich. Aha. Kein Hund.
das wäre jetzt auch noch so richtig geil zum Abschreckung, so kommst raus, haha, da ist ja kein Hund und dann so, Cham. Cham, Cham. Warte, ich schmeiß mir mal kurz eine Pille hinter. Der hat mir ganz schön innen. Ich staune, dass ich keinen Kratzer habe und so. Er hat ja vorhin dreimal hat er mich getroffen. Und kein Kratzer. Krass war. Gut, dann nehmen wir mal schnell die Quest ab und dann machen wir gleich die nächste Folge. Wir werden jetzt questen. Bis zum Abwinken. Ich wollte eigentlich das Material da unten wieder mitnehmen, ne? Na gut. Das ist ein anderes Ding. So. Na gut, ich hoffe, dass wir jetzt ein bisschen was kriegen. Wow, hey Jen. If you're feeling under the weather. Ja, warte mal kurz. Ich habe nämlich das übliche Villa Inventarproblem, aber das kennst du ja von mir. Das sind aber Sachen, die man lösen kann. Ist ja. So, warte mal. Drei Punkte. Ja, ja. Alter, die quatscht ohne Punkt und Komma. Muss aber dazu sagen, bin jetzt nicht so überrascht von dem, was wir bekommen haben. Na gut, dann würde ich mal sagen, wir werden gleich mal die nächste Quest für morgen annehmen, ne? Wenn wir schon mal hier sind. Oh. Gut, 900 Meter ist ein bisschen weiter weg. Ist mir aber egal. Mach mal. Two more jobs this week, I will give you Employee of the Month. Ja. Okay, Leute. Ich würde mal sagen, heute erfolgreicher Tag. Zwei Quests gemacht. Wir werden morgen natürlich weitermachen, wie gesagt. Und kicken, was da rauskommt. Also, irgendwann werden wir schon ohne Dreierquest stolpern. Also, bis dann, ich bin raus. Tschüss.